Wenn Sie gute Geschichten gut erzählen, dann hören Ihnen alle zu. Storytelling. Gefühlt höre ich überall, wir brauchen mehr Stories. Nur wie setzen Sie das im Business-Kontext um? Sie erfahren in diesem Video, welche drei Dinge in keiner guten Story fehlen dürfen und wie Sie das in Ihrem Business, in Online-Präsentationen, Kundengesprächen oder auch in Ihren Texten umsetzen. Spoiler Alert, über den zweiten Punkt will kaum jemand sprechen, der dritte wird meistens vergessen. Klingt spannend? Action! Jede Story braucht einen Protagonisten. Als Zuschauer brauche ich eine Figur, eine Heldin, jemanden, mit der ich mich identifizieren kann. Jemand, mit dem ich mitfühle, jemand, der mich mit auf die Reise nimmt. Anstatt also von Ihrem Unternehmen oder Ihrer tollen Software zu schwärmen, mir alle 128 Features einzeln aufzulisten, erzählen Sie mir lieber von einer Kundin, mit der Sie erfolgreich gearbeitet haben. Beschreiben Sie mir die Aktenberge auf dem Schreibtisch, wie Sie oft spät nach Hause kommen, nur um dann schnarchend auf dem Sofa einzuschlafen. Wenn ich als Zuschauer jetzt mitfühle oder sogar denke, der geht's ja genauso wie mir, dann bin ich voll und ganz dabei. Welche Informationen, welche Botschaften wollen Sie transportieren und welche Fallbeispiele können Sie dazu erzählen? Das sind packende Business Stories. Jede Story braucht einen Konflikt. Wenn Sie jetzt denken, muss denn das sein? Kann ich nicht einfach die Lösung präsentieren? Dann denken Sie daran. Konflikt ist das Herz jeder Geschichte. Ohne Konflikt keine Story. Stellen Sie sich den Film Titanic einmal ohne den Eisberg vor. Ohne steigendes Wasser in der dritten Klasse, ohne die Menschen, die da gefangen sind. Langweilig, oder? Wenn Ihr Kunde kein Problem hat, dann braucht er Ihre Lösung nicht. Und Geschichten werden das richtig spannend, wenn etwas auf dem Spiel steht. Geht es also darum, die veraltete Software abzudenken oder Prozesse zusammenzufassen und zu automatisieren? Oder steht die nächste Kundenpräsentation an und allein der Gedanke daran lässt schon das Herz bis zum Hals schlagen? Vor welchen Herausforderungen, Krisen oder Problemen steht Ihr Held und Ihre Heldin jetzt? Was sind die aktuellen Probleme Ihrer Kunden? Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht und wie Sie das Problem gelöst haben. Jede Story braucht eine Moral. Am Ende Ihrer Geschichte steht die Frage, was kann ich als Zuhörer daraus lernen? Sie wollen ja nicht einfach nur eine Geschichte erzählen, um eine Geschichte zu erzählen, sondern weil Sie Informationen und Botschaften transportieren wollen. Also wofür steht die Geschichte? Wozu haben Sie sie erzählt? Luke Skywalker besiegt das Imperium im Krieg der Sterne. Das Gute besiegt das Böse. Sie erzählt von einem erfolgreichen Kundenprojekt und die Botschaft für Ihre potenziellen Kunden könnte sein, lieber Kunde, du stehst vor der gleichen Herausforderung wie unser Protagonist und könntest durch eine Zusammenarbeit genauso davon profitieren. Das sind packende Business Stories. Ich erzähle dir mal die Geschichte von, der ist Folgendes passiert und das kannst du für dich daraus mitnehmen. Also, was ist Ihre Story? Wenn das hier und heute für Sie hilfreich war, dann geben Sie mal einen Daumen hoch, hinterlassen Sie mir gerne einen Kommentar und vor allen Dingen abonnieren Sie den Kanal, damit Sie keins der kommenden Videos verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video.